Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zu Bad Nummer 2 von Shampoo Simulator. Was ist denn das hier? Hey, das habe ich auch noch nie gesehen. Ich habe ja diese ganzen Boosts aufgesammelt, habe ich ja ganz vergessen. Aber egal, erstmal back to the story. Wir spielen den Shampoo Simulator und falls ihr euch denkt, na gut, die Haare sehen relativ low aus dafür, dass du das schon mal gespielt hast. Nein, tun sie nicht. Sie sind riesig. In der heutigen Episode versuchen wir, den Server zu crashen, indem wir die Haare so groß kriegen, wie wir es nur irgendwie schaffen. Aber das Lustige ist, wir machen selbst ein Experiment, okay? Passt auf. Wir werden die Haare verstecken über die ganze Aufnahme und erst am Ende sie offenbaren. Das heißt, erst am Ende des Videos sehen wir, wie heftig die wirklich aussehen, wie groß die sind. Und ich bin sehr gespannt, ich bin sehr super gespannt. So, das heißt, die Mission wird wie folgt laufen. Erstmal versuchen wir, ganz nach oben zu kommen, an die oberste Insel für die besten Haustiere. Das ist relativ leicht, wie ich euch am Ende der ersten Episode schon geschafft habe. Ich schaffe inzwischen 2 Inseln mit einem Sprung. Das ist ja gar kein Problem. Und mit dem 3. Sprung schaffe ich die 3. Insel. Aber die kennen wir natürlich alle schon. Ich würde sagen, wir überspringen auch einfach welche. Die sind doch alle gar nicht so wichtig. Wir wollen ja eh nur an die Haustiere, ey. Diese Belohnungskisten, alles unwichtiger Kram, ich sag's euch. Ich frage mich ja, wann kommen neue Inseln? Hatte ich die schon? Die hatte ich safe noch nicht, oder? Hatte ich die schon? Ah doch, ich habe die Kiste schon abgeholt. Da sind 2 nebeneinander. Aber das sieht so aus, als ob das die letzten wären. Zack. Oh nein, ich puff dagegen. Oh, egal, passt. Warte mal, da ist irgendwas komisch. Aber es kommen noch, es kommen noch mehr Inseln. Okay, dann überspringen wir die, egal. Ist nur wichtig, dass wir die auch erkunden, das heißt drauf landen, weil ich glaube, die haben wir gerade gar nicht erkundet, das heißt, wir könnten uns jetzt auch nicht dahin TP'en. Hier, die müssen wir mal erkunden, damit wir sicherheitshalber, falls wir hier runterrutschen sollten. Milk Island. Gib mal her. Korrekt. Nächste Insel. Golden Candy. Ja, lass mal gucken, wie viel überhaupt noch kommen. Ich raff das nämlich gar nicht. Golden. Aber wir sind jetzt hier. Warte mal. Welche hatten wir denn schon? Welche hatten wir noch nicht? Ah, die grünen hatten wir schon. Die haben wir übersprungen. Okay, das ist halt, es kommen noch viele. Langsam wird's schwer, die Insel. Die sind echt hoch, ey. Was ist das jetzt hier für eine Insel? Ghost Island. Boah, 75 Millionen kostet hier ein. Da müssen wir mal gucken, wie überhaupt denn die Gems rankommen gleich. Wahrscheinlich über Bosse, aber wo gibt es denn die? Soll noch mehrere Bosse geben, oder? Dann machen wir mal weiter. Da ist eine Insel. Überspringen wir. Keine Zeit, Alter. Keine Zeit, uns damit aufzuhalten hier. Let's go. Wir sind auf einer Mission. Weltrekord rieche ich hier. Und? Ey, das wird echt. Uff. Wie hoch, ey? Was ist das jetzt hier? Boom. Food Island. Okay, gut. Wir sind jetzt vom Rucksack her an unserem Rand. Also gehen wir mal hier kurz runter und schauen, was wir hier Schönes haben. Es kommen noch 5 Stück, ey. Aber wir haben sehr viele schon. Aber ich denke, wir sollten jetzt mal ein bisschen unsere Sprungkraft nochmal upgraden. Wir brauchen dazu lang. Das heißt, zuerst verkaufen wir alles. Habe ich es verkauft? Ah ja, 160 Kui. Okay. Jetzt noch neues Shampoo, natürlich. Was haben wir für eine Farbe? Weiß. Okay, okay, okay. Das Ding ist, wir können uns die Haustiere aktuell gar nicht leisten. Das ist so ein bisschen das Problem. Wir müssen einmal safe dieses. Uff, oh Gott. Und wir haben die nächste Insel freigeschaltet, die Schildkröteninsel. So, jetzt können wir hier eigentlich nochmal alles verkaufen, gehen dann runter, haben eine neue Währung, SI. So, passt auf, Leute. Jetzt können wir nämlich neues Shampoo kaufen und nochmal neue Kapazitäten, denn dann können wir noch höher springen. Es sind auch nur noch 4 Inseln. Dann werden wir zu dem Boss gehen, Werkzeug kaufen, Boss legen, neue Pets kaufen und dann werden wir am Ende sehen, was für Haare ich habe, Leute. Ich bin sehr gespannt. Und die nächste Insel, Piano. Oh Gott, Leute. Ist die etwa von meinem Nachbarn, der mir immer mit dem Klavier auf die Nerven geht? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber vielleicht. So, ich habe übrigens meinen Rucksack auch voll. 70 QI Haare Classic Music. Ach, ich habe dieses Shampoo in der Hand. Guck mal, wie. Oh, ey, so guckst du so grimmig. Du wirst gleich ausgetauscht. Zack. Uff. Das hat eine Menge Cash gegeben. 1,2B. Wir müssen halt echt nochmal gucken, wie wir diese Gems überhaupt kriegen, ehrlich gesagt. Die habe ich ja nicht mal. So, weiter geht's. Wir sind jetzt gleich auf dem Weg zur vorletzten Insel. Uff. Pilzinsel. Achso, ich habe so in der vorletzten Insel ein bisschen was Cooleres erwartet als jetzt Pilze. Aber okay, egal. So, wir gehen mal gucken, ob das auch wirklich die vorletzte Insel ist. Ich habe nämlich ehrlich gesagt ein bisschen den Überblick verloren. Ja, siehst du, ja, mich vertan. 2 Inseln gibt es noch. Aha. Okay. Leute, wir sind am Ziel. Kann man so blind sein. Ja, wir sind am Ziel angekommen, Leute. Die oberste Insel. Es geht nicht weiter nach oben. Zack. Wie teuer ist das Haustier? Alles nur für diesen Moment haben wir gemacht. Das Haustier kostet 9B. Geht eigentlich, oder? Geht doch eigentlich. Okay. Wir sellen, haben wir gerade eh schon gemacht. Uff, okay. Jetzt müssen wir zum Boss. Pass auf, wir geben jetzt mal alle Gems, die wir haben, aus für Items, Bosswaffen und killen dann den Boss. Vielleicht können wir alle mobilisieren auf dem Server, damit wir mit denen zusammen den Boss legen. Das wäre natürlich ganz praktisch. Nee, so passt mal auf, wir machen jetzt hier. Weil ich krieg da nämlich immer mehr. Guck mal hier, 280 pro Hit, 400 pro Hit. Das heißt, wir investieren alles, was wir haben. Wie, das war's? Bei all. Ich kann für 37 Millionen mir nicht den nächsten Hammer kaufen. Wie teuer ist denn der bitte? Okay, wir kriegen jetzt aber 79 Millionen. 39 und fehlt 0,1 Gem. Wartet, den kriegen wir noch zusammen. 39 Millionen. Zack, Hammer, zack. Da fightet schon einer fleißig. Wir gehen da jetzt hin mit dem Hammer. Wir müssten da wirklich jetzt gefühlt einen B-Gem pro Schlag kriegen. Okay, kriegen 2 Millionen. Aber es gibt ja Booster. Double Gems haben wir einmal, oder? Die haben wir nicht, verdammt. Und er hat sich aufgelöst. 1,33B. Okay, jetzt wollen wir 3 Minuten warten. Okay, weniger als ich gedacht hätte. Wir können jetzt tatsächlich die größte Insel nicht leisten. Ja, das ist ja eine Mauer Nummer. Okay, egal. Aber mit 1,3B kommen wir, denke ich, auch schon weiter. Oder kann man hier.
Wartet mal, Leute, hier muss man mal runterscrollen. Wie teuer sind denn die Dinger? 35, 770 Millionen pro Hit. Was sind jetzt die teuersten, die wir uns leisten können? Ich denke, vielleicht hier auf der Insel. Lass mal gucken. 75 Millionen? Nein. Da sind wir auf jeden Fall. Da war mehr. 300 Millionen. Das sieht doch gut aus, oder? Aber ich habe sehr starke Pets. Lass mal gucken. Wartet mal. Ich habe halt hier, ne? Ich habe ein Tier 38er. Welches ist denn das? Der hier, der Golem? Kann gar nicht sein. 600 Millionen. Da sind wir doch richtig, Leute, oder? Da können wir genau drei öffnen. Tja, ey, der sah ein bisschen aus wie ich, kann das sein? Ich drücke mal das Falsche. So, wie gut ist der? Wie gut ist der? Wir unequippen unseren schlechtesten. 13. Das gibt einen heftigen Boost nochmal. Wir equippen den. Besonders, weil der noch Level 0 ist, ne? Wir kaufen uns noch einen. Das ist sogar ein relativ schlechter Tier 17. Wartet mal, Tier 17. Da sind wir hier in dem Bereich, okay. Okay, wir haben den. Der ist schlechter. Wir kaufen noch einen. Und der sieht gut aus, oder? Nee, der schlechteste. Okay, wir können das keine mal leisten. Verdammt. Okay, wir gehen in so ein Haustier, machen Unequip All, verbessern jetzt hier, kann ich auch, es gibt Potions? Wait a minute, es gibt Potions? Es gibt ja noch so einen Titel? Okay, sei der Erste in dem Leaderboard, ja okay, den werden wir es heute nicht auf die schnelle Welle kriegen. Wir haben jetzt gerade alle Gems ausgegeben für einen neuen Hammer, denn die reichen nicht, wir brauchen bessere Haustiere, so schaffen wir den Rekord nicht. Und schaut mal, was ich jetzt hier für Summen kriege. Ich kriege ungefähr, ja, 60 Millionen pro Schlag an Gems, 1B. Nice. Und mit der Hilfe dieses letzten Bosses knacken wir die 100B. Puh. 13B, meine Tash. Dankeschön. So, mit diesen 13B, die haben mir netterweise geholfen, die Atzen. Mit diesen 106B, die nehmen wir mit. Ey, danke. Können wir jetzt auf die letzte Insel und uns doch die besten Pets kaufen, Leute. Und denn wir wollen natürlich die maximalen Haare. Denn das ist ja nicht unsere wirkliche Größe. Ne? Ich erinnere euch nochmal, das lösen wir erst am Ende auf. 9B, das ist ja nichts, Leute. Da gehen wir mal shoppen, ne? Guck mal, was wir hier Schönes rauskriegen. Vielleicht bis wir so ein selteneres haben. Tier 32, hä? Okay, 25% ist auch noch nicht so gut. Können wir vielleicht ein besseres raus? Cookie, Tier 32, ist noch schlechter. Perfekt. Mal sehen, was uns 100 B-Gems gebracht haben. Uff, kann ich irgendwas evolven? Nee, 2 von 10. Kann ich mal ansatzweise auch Hilfe. Eine Crit Ball. Wow, das sind unsere Besten hier. 3, 4, 5, 25 gehen die rein. Haben wir 5 von 5? Okay. Das ist ein übelster Boost. Okay. Let's go. 103 QI pro Haar. Das geht natürlich viel besser. Es kommen aber jetzt schnell an unsere Kapazitätengrenze. Das heißt, wir werden das jetzt verkaufen. Wartet, wir machen kurz voll. Dann kommt die Meldung. Na gut, bis die Meldung kommt, sind wir auch hingelaufen, Mann. Ey. Okay, wir verkaufen. 2 SP. Da gehen wir full in Evolve Haar. Full rein. Das war's schon. Okay. Aber 1, warte mal, das kriegt man doch mal hin, oder? Ich weiß nicht, die wievieltefache Steigerung das jetzt zum Vergleich vom Anfang des Videos ist. Aber ich denke, wir reden hier von tausendfach, millionenfach wahrscheinlich. So, wir müssen jetzt noch ein bisschen Geld sparen. Ich denke, wir geben mit 1 SI rein. Haben wir jetzt ungefähr so. Bumm. Und geben das aus für Shampoo, weil das haben wir natürlich noch nicht besser. Ne? Hey, wo sind wir denn jetzt überhaupt, was Shampoo angeht? Wir sind schon so weit. Hilfe! Hier sind wir. Bei dem hier. Bei Bully Egg Shampoo. Okay. Oh Gott, das sieht auch cool aus. Das sieht cool aus. Okay. Wir machen jetzt die 27 SI voll und dann offenbare ich meine Haarpracht. Und ich bin sehr gespannt. Ich werde mich hier schön in die Mitte stellen. Und dann gucken wir mal. 30 SI. Wir offenbaren die Haare, Leute. Let's go. Uff. Ihr denkt, das ist groß. Aber das sind nicht meine Haare. Das sind meine Haare. Ich bin der Gelbe. Uff. Oh mein Gott, ich schaffe 4 Inseln auf einmal. Ich bin so ein laufendes Ei einfach. Das ist ja wirklich riesig. Ich überrage die alle so heftig. Oh Mann. Okay, Leute. Das war Part 2 vom Shampoo-Simulator. Ich hoffe sehr, euch hat es gefallen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Abonniert meinen Kanal, um nichts zu verpassen. Bis morgen, euer Benson.